da Platz für den jungen Reinhardt. Reinhardt, und da ist Heinal. Da ist er drin, Tamás Heinal. Der Bursche ist 1,65 und macht ein Kopfballtor. Zum 1:0 für den FCK in der 44. Minute. Sasa überwunden. Tja, von Essener Lufthoheit kann man da nun wirklich nicht reden. Den muss doch einer wegköpfen. Gläsener stand da falsch. Und auch der Marokkaner Sasa im Tor von RWE sah nicht so richtig gut aus. Ganz unhaltbar schien dieser Kopfball nicht. Tamás Heinal, der Ungar, vor 7 Jahren hat er mal reinschnuppern dürfen. 8-mal wurde er eingewechselt bei Schalke in der ersten Liga. Über Belgien kam er jetzt zurück und nun sein erstes Profitor in Deutschland. Tamás Heinal. Auf Heiner, Heiner, und das ist sie. Die ausgebaute Führung zum 2:0. Der ungarische Nationalspieler findet sich in der Pfalz immer besser zurecht. Zwei, 36 Minuten vorbei, hohes Tempo, mehr Spielanteile Löwen, aber immer auch dabei Kaiserslautern. Hofmann hat die Kugel. Hofmann. Au Backe, Hofmann, Heinal. Und wer kommt da? Auf Daham, irre der Pfosten nur, aber Christoph Burkhardt zu vehement. Sein letzter Einsatz gegen Daham. Effektivität bei den Roten Teufel. Halfa. Auswärts gewannen die Lauterer zuletzt vor 8 Monaten. 60 zog sich weit zurück. Lautern machte das Spiel. Schwarz der Fehler, seltener Fehler von Schwarz. Heinal. Und der sitzt, und wie klasse Tor vom Spielmacher Tamás Heinal aus Ungarn. Und die Führung jetzt auch verdient nach 84 Minuten. Es winkt der erste Auswärtssieg. Heinal vor seiner Fankurve. Und die rastete jetzt vollkommen aus in der Allianz Arena. Der Schwarzfehler, dann Beinschuss, Lamotte. Heinal macht sein zweites Saisontor und Michael Hofmann ist chancenlos. Die Entscheidung. Der schwarze Bock, der Heinal-Knaller, der Hofmann-Frust. Die jungen Wilden vom Betzenberg, sie brauchen Führung. Und Wolfgang Leitwolf unterstützt die Jungs nach Kräften. Nur nicht nachlassen. Borbeli. Heiner Pass jetzt auf Darham. Und dann kommt da Tamás Heinal. 25 Meter. Entfernung, schaut über das Gesicht von Georg Koch. Das war schon ganz schön frech vom kleinen Spielmacher. Aber ich glaube, Koch hätte diese Bogenlampe gehalten. Der FCK gut 10 Minuten lang in Hälfte 2 fast nicht auf dem Platz. Dann endlich fasst sich Sven Müller ein Herz. Und da kommt Heinal, Tamás Heinal mit dem 2:0 für den FCK in der 57. Minute. Drittes Saisontor für den 10-maligen ungarischen Nationalspieler. Aber kurz darauf dann Freistoß für Kaiserslautern. Klar, das macht Heinal, der kleine Ungar. Heinal, und da ist es, Tor. Nur noch 2:1 in der 60. Minute. Tamás Heinal mit seinem 5. Saisontor. Geht hier doch noch was für Lautern? Wolf, er hat als Trainer noch nie gegen Köln verloren. Wunderbar gemacht von Heinal. Wessels war da ohne Chance. Einfach ganz hervorragend geschossen. Heinal, bei Schalke konnte er sich einst nicht durchsetzen. Hier in Lautern ist er gar nicht mehr weg. Aus der Oberligamannschaft auch für ihn das Profidebüt. Und Alushi war gerade drin, schon musste er hinten aushelfen. Freistoß für den FCK. Das wird immer gefährlich, wenn Heinal bereitsteht. Heinal, und da ist Kotisch, der Frechdachs. Kotisch gerade drin und fast ein Tor. Die Kölner mit 2 Mann mehr, aber nervös bis in die Haarspitzen. Eben das Anschlusstor, jetzt die Angst in Überzahl, den Sieg noch wegzugeben. Der FC 2-1 vorne, aber bei denen lagen die Nerven sowas von blank. Die 78. Minute. Mitreski. Und jetzt schauen Sie auf Kullmann. Schauen Sie auf Kullmann. Ein Aufschrei. Heinal.
Und Lexa, die Kölner völlig von der Rolle und das bei 11 gegen 9. Das Publikum pfiff und tobte. Keine 10 Minuten mehr, aber Lautern holte Standards raus. Und die können auch mit zwei Mann weniger gefährlich sein, allemal, wenn er sie ausführt. Wieder Heinal. Und da ist Bohl, da ist das Tor, da ist der Ausgleich. Mit 9 Mann schlägt Kaiserslautern gnadenlos zurück gegen 11 Kölner. 2-2, 83. Minute. Unfassbar. Unglaublich. Ekstase im Block. Der junge Bursche, Bohl, sein schon viertes Saisontor. Ja, ist denn das zu glauben? Das Spiel war doch schon entschieden. Und nun das, wie kann der so freistehen? Bei Überzahl mit 2 Mann. Zum zweiten Mal trifft Lautern nach einem Freistoß. Heinal, erst Schütze und dann Vorbereiter. Der Junge ist Gold wert. Wolf, wieder keine Niederlage gegen Köln. 2-2.